Ich habe eine Dreier-Häkelnadel und drei verschiedene Farben. Zwei verschiedene Brauntöne und einmal Gelb. Die Sonnenblume ist 7 cm im Durchmesser. Und wir fangen an mit der dunklen Farbe und machen einen Fadenring. Einen Fadenring und da rein machen wir 12 feste Maschen. So, ein bisschen festziehen und nun verdoppeln wir in der nächsten Runde diese 12 Maschen. Also als letztes von dieser Runde machen wir noch eine Kettenmasche und am Anfang der zweiten Runde machen wir eine Luftmasche. Und nun in jede Masche zweimal einstechen. Das heißt, aus einer Masche machen wir zwei Maschen. Am Ende der Runde haben wir 24 Maschen. Am Ende dieser Runde machen wir wieder eine Kettenmasche, aber das machen wir jetzt mit der hellbraunen Farbe, also mit der anderen braunen Farbe. Beenden wir die Runde also mit einer Kettenmasche und für die erste Masche machen wir eine Luftmasche. Und nun häkeln wir zwei Runden 24 Maschen. So, jetzt beenden wir die vierte Runde wieder mit einer Kettenmasche, aber das machen wir wieder in Gelb, weil jetzt fangen wir mit Gelb an. Jetzt kommen die Blätter. So, und eine Luftmasche. Jetzt kommt die fünfte Runde, das sind die Blätter. Dafür machen wir ja erstmal 8 Luftmaschen. 8. Und nun stechen wir in die erste Luftmasche rein und machen eine Kettenmasche. Und in die nächste braune Masche, auch eine Kettenmasche.
So, das erste Blatt ist fertig und das machen wir jetzt die ganze Runde. Also wieder 8 Luftmaschen. In die erste Luftmasche eine Kettenmasche. Und in die nächste braune Masche der Vorrunde eine Kettenmasche. Fertig. Nächste Blatt, wieder 8 Luftmaschen. So, und die könnt ihr jetzt weiterverwenden.